Maske oder frieren. Eine Lehrerin in Heidelberg ist weiter außer Rand und Band nach dem sogenannten Freedom Day. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ich bin aufmerksam gemacht worden auf ein Schreiben einer Lehrerin. Ich will mal hier zitieren aus diesem Schreiben. Die Lehrerin meinte vor dem Wochenende, wir haben heute den 5.4., meinte vor dem Wochenende über ihren Vater sprechen zu müssen und deswegen, also der Vater der Lehrerin, und deswegen müssten die Kinder in ihrer Klasse Masken tragen. Ja, da muss man schon mal nochmal durchschnaufen. Und falls die Kinder keine Masken tragen wollten, dann müsste eben jedes Kind eben leiden durch geöffnete Fenster. Das war dann folgendermaßen formuliert. Es sollte, da es je heute bei jemand nicht einverstanden sein, dann teilt es irgendwie mit bis Sonntagabend, damit man alle vorwarnen kann, weil man dann die Fenster auf Dauerlüften stellen müsse. Ja? Und dann hieß es noch, dass man insgesamt auf Abstand achten solle und dass man eben die Ungeimpften wollte sie in die letzte Reihe setzen. Ja? Das waren die Worte der Lehrerin. Jetzt habe ich mich jetzt mal dahinter geklemmt und die Schule angeschrieben. Wohlgemerkt nur die Schule. Und hier gab es eine Antwort von dem Regierungspräsidium, also direkt von der Regierung. Ja? Das heißt, also von der Pressestelle der Regierung. Also die Schule hat sich direkt an die Regierung gewandt. Was ist denn da los? Jetzt kommt da jemand und fragt nach. Also zu der Presseanfrage komme ich gleich, was ich da genau gefragt habe. Also das scheint irgendwie, ja, schaut man da nicht so ins Gesetz. Ja, also es ging um ein Gymnasium oder geht um ein Gymnasium in Heidelberg. Und ja, wie auch immer, aber immerhin, man holt sich da hoffentlich kompetente Leute und lässt sich da beraten als Schulleiter. Und ja. Und wir haben dann Folgendes mitgeteilt. Sehr geehrter Herr Felger, an Ihre Anfrage an das Gymnasium, da steht es auch nochmal, vom 4. April wurde durch die Schulleitung weitergeleitet. Ja? Also die Schulleitung wollte das nicht selbst beantworten. Und da antwortet man auf meine Anfrage. Ich habe gefragt, ist denn das normal? Oder ja, so grob. Ja, ich zeige es nochmal nachher genau. Also auf Ihre Anfrage, das Gymnasium hat diesen Text an die Schülerinnen und Schüler eines Kurses gesendet. Das war weder mit der Schulleitung abgesprochen, noch gibt dieser Text die Vorgaben des Landes wieder. Ja, also den ich gerade zu Anfang gezeigt habe. Also der hier gibt nicht die Vorgaben des Landes wieder. Da bin ich immer beruhigt. Ja? Die Testpflicht haben wir Ihnen hinzugefügt. Also es gibt weiter eine Testpflicht. Zweimal die Woche, soweit ich weiß. Also das geht weiter. Allerdings mit den Masken, ja, das geht eben nicht weiter. Ja? Dann haben wir bitten um das Verständnis, dass wir zu dienstrechtlichen Angelegenheiten aufgrund des Personaldatenschutzes keine Angaben machen können. Ja, dazu hatte ich ja eigentlich gar nicht gefragt. Ich wollte nur wissen, ob man allgemein bei derartigen Dingen irgendwie dienstrechtliche Konsequenzen zu spüren hat als Lehrer oder nicht. Also hier, außer einer Peinlichkeit sehe ich hier nichts. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel gegen Corona demonstrieren würde, dann würde man sofort wahrscheinlich freigestellt werden des Dienstes. Allerdings, wenn man die Kinder mit Masken quält oder obwohl das gar nicht vorgeschrieben ist, oder die Ungeimpften auf die hintere Sitzbank nötigen will, dann ist das okay.
Oder wie verstehe ich das? Also man überlegt sich dann noch. Eigentlich will man ja das, aber andererseits will man, gibt es halt die Öffentlichkeit, die dann so jemand, so ein Journalist, der bohrend nachfragt, das ist dann schon störend, ja. Auf jeden Fall hat die Lehrerin, denke ich, ist sie einigermaßen damit auch diszipliniert, weil es ist schon ein bisschen peinlich, wenn dann die Regierung eingeschaltet wird bei seinem eigenen, bei so einer E-Mail, denke ich, ja. Ich weiß nicht. Vielleicht ist manchen Lehrern auch nichts peinlich, das weiß ich nicht, will ich jetzt auch gar nicht sagen. Also so viel zur Straflosigkeit von derartigen Angelegenheiten, ja, wenn man sowas an seine Schüler versendet weiterhin, das weiß ich nicht. Vielleicht kann ich das jetzt hier auch noch mal. Schauen, ob ich das noch mal hier besser hinkriege und vollständiger. Das muss ich jetzt gerade mal schauen. Also hier, so, das muss ich jetzt mal schauen, das hat vorher nicht geklappt, jetzt bin ich am Anfang. So, jetzt kann man es wirklich vollständig lesen, hoffentlich. So, das musste jetzt sein. Das ist ja komplette Text und jetzt gehen wir mal weiter, jetzt schauen wir mal. So, und die Schulleitung hat geschrieben an die hat mir geschrieben, die Antwort erhalten Sie von der Pressestelle des Regierungspräsidiums, ja. Also, was ich daran problematisch finde, ist, Beamte müssen sich ans Gesetz halten und hier zeigt sich, dass Beamte sich an den Befehl halten. Ein erheblicher Unterschied. Also, was sagt der Vorgesetzte? Also man schaut nicht ins Gesetz, sondern man hält sich an den Vorgesetzten. Ja? Und das Interessante ist, das Regierungspräsidium bestätigt das nochmal, indem man nämlich mir etwas zusendet. Wo habe ich das jetzt? Hier. Man schreibt, bitten Sie um Ihr Verständnis, zu dienstrechtlichen Angaben machen. Da steht was von Anhang. Da war mit Schulleitung abgesprochen, gibt der Text die Vorgaben. Das war der Text, Vorgaben des Landes wieder, die Informationen der Schulleitung an die Schulgemeinschaft zum Umgang mit den neuen Regelungen zu Masken- und Testpflicht haben wir Ihnen beigefügt. Die Informationen zur Schule an der Schulleitung an die Schulgemeinschaft zum Umgang mit den neuen Regelungen zur Masken- und Testpflicht haben wir Ihnen beigefügt. Also die Schulleitung hat da irgendwas, die Schulleitung hat was beigefügt, an die Schulgemeinschaft angeblich. Also hier wird irgendwas weitergeleitet, offensichtlich übersetzt. Ja, also gut, weiß man jetzt nicht, wo das Material wird dann immer quasi nochmal gestellt, vermute ich, von den Regierenden. Also quasi nicht, wird dann nicht ins Gesetz, wird das nicht dem Zufall überlassen, was dann der Lehrer dann mitteilt. Das Gesetz scheint dann nicht irgendwie das so eindeutig herzugeben oder was, weiß ich nicht. Gut, so viel erst einmal und dann zeige ich gerade noch meine Presseanfrage. Die ich hoffentlich hier finde. Das ist meine Presseanfrage, die ich geschickt habe. Hier findet an Ihrer Schule folgende Vorgaben eines Lehrers des Gymnasiums die Zustimmung des Schulleiters, beziehungsweise ist das Verhalten bekannt. Ja, also es ist bekannt, inzwischen jetzt durch meine Anfrage ist es bekannt. Und Frau So und So teilt ihren Schülern mit, dass sie kollektiv frieren bestraft werden, mit frieren, wenn sie die Maske keine Maske tragen. Und das mit den Ungeimpften habe ich erwähnt und Lehrer mit den Kindern, ob die
das schlechte Gewissen. Ja? Also das wird der Vater auch noch herangezogen, der Lehrerin. Ja? Das wird auch noch erwähnt. Und dann habe ich ihn gefragt, was passiert denn jetzt hier? Also haben denn Lehrer insgesamt mit Verhaltensweisen wie diesen, mit diesen disziplinarischen Maßnahmen durch die Schulleitung zu rechnen? Ja, also diese Antwort, diese Frage wurde nicht so beantwortet oder nicht beantwortet. Ja. Also, naja, was habe ich mir noch notiert? Peinlich genug für die Lehrkraft, also so eine Sache. Ob das jetzt bestraft wird, weiß ich nicht. Also, auf den ersten Eindruck war das so, dass ich gedacht habe, okay, ja, wurde meine Anfrage professionell beantwortet, ja. Gleichzeitig denke ich, warum wendet sich der Schulleiter dann, also beim zweiten, beim näheren Nachdenken, warum wendet sich der Schulleiter so direkt ans Regierungspräsidium? Finde ich höchst interessant. Da ist also ein ganz direkter Draht von der einzelnen Schule zum Ministerium, ja, zum Minister. Finde ich ja höchst interessant. Also diese Verbindung, diese ganz enge Verbindung an die Regierenden. Ja, also das muss man sich für spätere oder für diese Dinge merken, dass die Beamten direkt ans Ministerium angeknüpft sind. Da gibt es niemanden, der dazwischen ist. Die Schulleitung, da wird direkt vom Ministerium auf den Schulleiter eingewirkt. Beziehungsweise der ist üblicherweise, holt er sich Rat bei der Regierung. Ja? Also das finde ich enorm, finde ich stark. Also wie gesagt, das mit den Masken, ja, da gibt es in Baden-Württemberg ist das so, das kann ich jetzt gerade nochmal mitteilen. Da wurde mitgeteilt, dass die auf dem gesamten Schulgelände und bei Schulveranstaltungen gibt es keine Maskenpflicht mehr. Verlautbarte die Schule an ihre Leute, so lese ich hier, an die Eltern und an die Schüler. Trotzdem wird empfohlen, bis zu den Osterferien, warum bis zu den Osterferien in den Unterrichtsräumen und auf dem Schulgelände bei größeren Gruppenansammlungen, Pausenräumen zum eigenen Schutz, freiwillig die Maske zu tragen, wird man also trotzdem noch angehalten. Was ist es jetzt gefährlich oder nicht gefährlich? Also wird er diese Unsicherheit absichtsvoll aufrechterhalten, diese angebliche Gefährlichkeit. Dann unmittelbar nach den Osterferien, dann bei das schriftliche Abitur. Persönliche Entscheidung, ja gut. Ja, dann die Testpflicht gilt bis zu den Osterferien fort. Also die Schülerinnen und Schüler sind weiterhin zweimal pro Woche zu testen. Von der Testpflicht ausgenommen sind die bisher quarantänebefreite Personen, denen jedoch zwei freiwillige Tests pro Woche angeboten werden. Von der Testpflicht ausgenommen sind wie bisher quarantänebefreite Personen. Ich gehe mal davon aus, dass das geimpfte Personen sind und Genesene. Also wer sich nicht impfen lässt, muss sich weiterhin testen lassen, so verstehe ich das in Baden-Württemberg. Davon sprechen wir. Wie es nach Ostern weiterginge, sei nicht absehbar. Umgang mit Corona-Infektionen in der Klasse. Dann wird hier weiter regelmäßig Hände waschen, regelmäßig lüften und so weiter. Ich lese das alles vor, weil das ist schon interessant, so mal den Einblick zu haben in so eine Schule, wie es denn im Moment aussieht, wie dann da, ja, jemand, der selber Kinder hat, wie es sieht dann in einer anderen Schule aus. Ich spreche jetzt hier von Baden-Württemberg, das ist ja länderweise jetzt geregelt. Und so viel erstmal. Dann will ich jetzt hier erst einmal danken und sagen, dass man meine Arbeit unterstützen kann mit Affiliate-Links, die unter den Videos gezeigt werden und auch hier über diese Unterstützungsmöglichkeiten bei PayPal oder Banküberweisung. Dann danke ich erstmal. Bis dann.